Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA Welt mit Paxis. Wir sind im letzten K.O.-Spiel in unserer Saison. Wir müssen jetzt dieses Spiel gewinnen, zumindest wenn wir die Liga, also die Klasse halten wollen. Wenn wir verlieren oder auch wenn wir unentschieden spielen, werden wir leider absteigen in die Liga 3. Und ich würde natürlich schon gerne weiter im Profifußball spielen, also in Liga 2. Erste und zweite Liga, zumindest in Deutschland, sind die Profiligen. Wieder mal ein Engländer, der hat wahrscheinlich da ein relativ schnelles Team. Es hat ja diese Barclays Premier League so an sich. Ja, ich wusste es doch. Eto'o, Sturridge, Sterling, Villar, Coutinho, weiß ich nicht, wie schnell er ist, aber zumindest diese vier Spieler sind schnell. Und ja, der Sturm ist ziemlich gefährlich. Das Sturridge, gerne mal ein Reiner, wissen wir ja, wobei der letzte, der Sturridge hatte, der hatte ja den blauen Sturridge. Ja, seine Chemie ist wenigstens nicht voll, aber ob das reicht, mal schauen. Wie gesagt, ich muss gewinnen, also ein Unentschieden reicht mir leider nicht. Und da haben wir zumindest schon mal schnell den Ball. Ja, Regen, Regen, Regen ist nicht so geil, aber ich muss natürlich auch mit Regen klar kommen. Da bleibt mir erstmal nichts anderes übrig. Warum hat er denn nicht auf Piste gespielt? Komm, kommt, Juf! Ja! Perfekt, ich wusste es. Es sah aber auch zu geil aus, diese Position. Come on, Baby. Jetzt einfach nur noch mindestens dieses 1-0 halten. Was soll es 1-0 halten? Wir machen jetzt noch ein zweites. Come on! Genauso muss das losgehen. Genauso. Wir brauchen den Sieg. Wir brauchen den Sieg unendlich. Komm schon, Baby. Klasse halten, klasse halten. Sehr gut. Wichtig. Wenn er da durchkommt, Sturridge, der ist viel zu schnell. Ah, wenn ich hier in den Lauf spiele, dann kommt er wahrscheinlich besser durch und muss hier nicht ins Ausrennen. Schade. Schade, dass wir hier den Ball nicht im Spiel halten konnten bei seinem schlechten Einwurf. Und da ist der Ball wieder unser. Sehr schön. Ich würde sagen, wir rennen nochmal über außen. Vielleicht schaffen wir es ja direkt nochmal ein Kopfballtor. War das eine Ecke? Wir waren doch nicht zuletzt dran. Wer soll denn da dran gewesen sein? Naja. Oh, Schiri, du Idiot! Das ist ein Foul! Ja, aber sowas von, wenn er hier hätte durchrennen dürfen, wäre er aber durchgedreht, ey. Sowas von Foul. So. Wie er hier mal schön außen aufmacht, herrlich. Komm, Boateng! Ach, war das knapp, aber da war Hart wieder dran, aber okay. Schade. Wissen wir ja mittlerweile, dass Hart gerne mal einen hält. Ich denke, hier hätte ich mit dem Abschluss eher warten sollen. Vielleicht eine Schusstäuschung nochmal, Richtungswechsel. Ah, zu vorschnell, zu vorschnell. Ach, da war eigentlich schon meine. Da war eigentlich schon meine. Jetzt wird er wieder außen durchrennen, wie er es immer macht. Komm, nehmt den Ball weg, nehmt den Ball weg, kann doch nicht so schwer sein. Nehmt den Ball weg! Ach, zum Glück dann so einen schwachen Abschluss, ey. Ach, verdammt. Kommen wir zwar nicht durch, aber bekommen wenigstens den Einwurf. Nicht auf ihn, ach, wir haben sogar einen Ball, cool. Aber wir verlieren ihn wieder, aber wir haben ihn wieder. So, auf Piszczek, der ihn leider nicht mehr bekommt. Schade, war aber knapp. War, denke ich, eine gute Idee. Müsste eigentlich Abseits sein, meiner Meinung nach. Ach, wie mir das auf den Sack geht, wenn die sich da nicht durchsetzen können. So dumm, oder? So, jetzt sind wir hier erstmal mehr oder weniger durch. Sehr schön auf Mkhitaryan. Und der ist drin. Was für ein geiles Ding. Doppelpack, Juff. War auch hervorragend gespielt. Geil. Zwei Laufpässe über die Flügel. Und dann gibt einfach mal Mkhitaryan perfekt auf Juff rein. Der da mit seinem starken rechten Fuß. Wie gut das war, dass wir Juff gekauft haben. Zumindest jetzt direkt im zweiten Spiel ist ein Doppelpack.
Und das könnte ein wichtiger Doppelpack sein, wenn der uns zum Sieg führt. Oh mein Gott. Liga halten, meine Freunde. Komm schon, nimm den Ball mit. Schade. Ja, wieder ärgerlich. Schaffen wir es sogar hier nach Sauber rauszuspielen. Ich wollte eigentlich, dass Thurmann ihn nimmt, aber egal. Da haben wir die erste Hälfte überstanden, haben, denke ich, abgesehen von einer Chance, die mein Gegner hatte und die er leider, oder das heißt leider, die er zum Glück nicht gut genutzt hat, haben wir, denke ich, wenig zugelassen, haben selbst gute Chancen gehabt und vor allem eine sehr gute Chancenverwertung. Das müssen wir auch mal festhalten. Wir haben ja quasi aus zwei richtig guten Chancen auch zwei schöne Tore gemacht. Dann hat man vielleicht noch ein paar Halbchancen. Dann wir hier mal über außen durch. Dann setzt sich Boateng durch und Boateng ist echt nicht der schnellste Spieler. Schade. So, jetzt mal aufpassen, dass er hier nicht anfängt, blöd durchzutrippeln. Schafft er auch nicht. Sehr schön. Dann macht er hier irgendeinen merkwürdigen Laufpass. Ja, da kommt sogar, oder was? Das ist natürlich ärgerlich. Aber da haben wir ja Santana, der sich da in der Luft gerne durchsetzt. Schade, dass wir da hängen bleiben am Spieler. Hätte vielleicht geklappt mit unserem Doppelpass. Sehr schönes Stellungsspiel. Ich glaube, Martinez war das. Jetzt hier mal durch. Ach, aber der Laufpass kommt, denke ich, nicht. Ah, perfekter Laufpass. Was ist da denn los? Und, ah, aber da sieht man wieder diesen Druck von Diouf und dann entschärft harten, total ungefährlichen Ball, den er eigentlich hätte festhalten können. Gucken wir nochmal an. Da habe ich aus Versehen den Lupfer gedrückt. Ich wollte eigentlich normal drauf schießen und jetzt. Ach, schade, das sieht man nicht mehr. Oh, ich dachte, da kommen wir noch ran. Schade. Ja, keine Ahnung, was er sich da gedacht hat, wie der auch nur ansatzweise ankommen soll, aber soll mir recht sein. Das fängt auch wieder mit seinen merkwürdigen Grätschen an. Haben sie irgendwie alle drin im Spiel, die Grätschen, sobald die Zeit knapp wird und das Spiel von ihnen hektischer. Aber es bringt eigentlich so gut wie niemals, außer dass sie halt dann einen Spieler weniger haben, mal am Boden liegt. So, mit Martinez. Oh, der hat aber wirklich einen gefährlichen Ball entschärft, würde ich behaupten, weil der wäre höchstwahrscheinlich wieder auf Diouf gekommen. Okay, nochmal Einwurf, sieht sehr gut aus. Ich denke, das 2-0 werden wir auf jeden Fall halten können. So, über außen, will jemand über außen gehen? Geh nochmal über außen. Ach, geht er denn nicht über außen, halt auf Boat. Nee, auf Diouf, das ist Diouf, okay. Ach, schade, aber okay, mit Traxler ein Kopfballtor. Unwahrscheinlich. Und dann macht Martinez hier alleine vom Tor etwas zu hektischen Abschluss. Aber wie gesagt, da können wir mit einem müden Lächeln drüber stehen. Wir haben zwei Tore und das reicht ja auch erstmal. Tja, da ist Boateng da. Da macht er auch einen sehr guten Job in der Innenverteidigung. War auf jeden Fall eine gute Idee, ihn zu wechseln gegen Subotic. Danke nochmal an denjenigen, der mich daran erinnert hat, weil ich hatte ihn gar nicht mehr auf den Schirm. Ich wusste zwar, dass er besser ist als Subotic, aber wie gesagt, ich hatte ihn nicht mehr auf dem Schirm, hat nicht mehr dran gedacht. Ah, schade. Und dann haben wir hier 2-0 gewonnen und die Liga gehalten. Wer das Spiel wird jetzt nicht gezählt, dann dreh ich durch. Kommt, Baby. Du hast die Klasse gehalten, einwandfrei. Ach, wie schön. Liga 2, 10 Spiele wieder und wir haben Coins bekommen. Nice, Freunde, nice. Wir haben es echt geschafft. Oh mein Gott, was war denn das für ein Drama am Ende? Wir hatten noch 3 Spiele am Ende, mussten 2 gewinnen. Wir gewinnen das erste Spiel 3-0, wo Gomez, glaube ich, den Doppelpack drin hatte. So, das Spiel wird nicht gewertet. Dann haben wir wieder 3 Spiele. Das erste von diesen 3 Spielen verlieren wir, so dass wir dann aus 2 Spielen 2 Siege holen müssen. Und was machen wir? Wir kaufen uns Diouf und schaffen es dann auch, 2 Spiele in Folge zu gewinnen und können jetzt in eine neue Saison starten. Ich denke, diese Saison wird auch besser als die letzte. Die letzte war die schlechteste in meiner Laufbahn bei FIFA Welt, würde ich sagen. Und ich denke, dass die jetzige besser wird, einfach
weil wir oder weil ich wieder zu alten Tugenden zurückkehre, wieder abgeklärter Spiel, einfach ruhig spiele vor allem und mich auch nicht aufregt, wenn ich mal 1-0 hinten liege, jedes Spiel kann gedreht werden. Und jetzt haben wir wieder ein sehr ekliges gegnerisches Team, weil Eto'o und Sturridge dann halt 5 Verteidiger, also da geht einfach nur auf Konter, denke ich mal. Fünferkette sind fast immer Leute, die nicht gut verteidigen. Vielleicht können wir uns da ja ein bisschen durchmogeln. Ja, wieder ein schneller Sturm, ein sehr krasser schneller Sturm. Aber egal, haben wir ja gerade eben auch schon besiegt. Dann machen wir das mal mit Tiuf und mit Boateng klar. Vorsichtig, dass wir hier nicht den Ball vertändeln. Es ist hier natürlich erstmal relativ dicht mit 5 Verteidigern, das sollte klar sein. Aber wir wählen hier einen langsamen Aufbau. Wie gesagt, wir haben jetzt eine neue Saison. Unentschieden ist auch nicht schlimm zum Auftakt. Und dann gibt es erstmal eine Ecke. Okay, damit können wir leben. Und jetzt. Hallo? Hallo? Okay. Schade, da hätten wir schön eingenickt, wenn da der Torwart nicht rauskommt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber auch hier machen wir wieder langsam, gehen nicht stupide durch die Mitte. Das ist fast immer ein Ballverlust, weil einfach zu viele Leute stehen. Ach, schade, schade. Nochmal schade. Aber wir behalten den Ball, wir bleiben in Ballbesitz. So wie es sich gehört. Und er tackelt die ganze Zeit in die falsche Richtung. Die nächste Ecke. Jetzt haben wir hier erstmal ein schönes Druckspiel, schönes Powerplay auf den gegnerischen Kasten. Mal schauen, ob das auch so bleibt. Ich werde mal den Ball ein bisschen weiter wegbringen vom Tor oder halt auch nicht. Und ja! Boateng! Welcher Boateng? Ich glaube, es ist der Prinz, oder? So rein von der Optik her würde ich sagen, war das der Prinz Boateng. Und nicht der Jerome. Jerome steht weiter hinten, ja, sehe ich da. Sehr geil, 1-0, Führungstreffer. Und das an der Ecke, was ist denn da los? Auf den kurzen Pfosten, dann kommt der Thomann halb raus, macht den Fehler. Und wir köpfen ihn ein mit dem Kevin Prinz Boateng, sehr schön. Ich habe ja gesagt, mit Diouf und Boateng machen wir das Ganze klar. Aber okay, wir hatten hier auch die ganze Zeit den Druck auf den gegnerischen Kasten. Und ich werde direkt mal auf Defensiv gehen, damit ich nicht so konteranfällig bin. Zum Glück habe ich da rechtzeitig Adler rausgeholt und dadurch halt die Möglichkeit für ihn sehr eng gemacht, ein Tor zu schießen. Sehr gut. Lauf, lauf, lauf. Gustavo, was machst du denn? Schade. Muss mal aufpassen. Aber keine Ahnung, wie der ankommen sollte. Raus auf Traxel-Axel. Haha. Schön vorbeigetrippelt auf Boateng. Ich hatte das Gefühl, dass er sich da absetzt, aber leider ist mein Gefühl da trügerisch gewesen, war dann doch nicht so. Okay, ziemlich überhastete Pässe, immer merkwürdige Dribbeleinlagen teilweise von ihm. Ich hoffe mal, dass das so bleibt, aber irgendwie habe ich das Gefühl bei ihm, der macht irgendwann sein Lackertor, so möchte ich es mal nennen. Damit möchte ich sagen, dass es wohl nicht verdient sein wird. Aber da hätte der passen die Spitze etwas eher kommen müssen, damit er erfolgreich ist. Oh nein. Zum Glück, ey. Geiler Pass. Richtig geiler Pass. Wenn der jetzt auch noch geil kommt. Der kommt leider nicht geil, weil er zu lang kommt. Schade. Ah, hier müssen wir aufpassen. Also war bisher nicht so mega solide in der Defensive. Es kann auch mal anders ausgehen. Aber wie gesagt, er hat halt solche schnellen Spieler, da muss man immer generell aufpassen. Der war schön. Gehen wir mal hier auf Mkhitaryan. Nicht auf ihn! Oh, fuck! Nicht auf ihn! So dermaßen nicht auf ihn! Das war jetzt eklig und ärgerlich. Komm, komm! Ja! Draxler ist durch, komm, komm. Ach, schade. Aber ich denke, da direkt abzuschließen war richtig. Man hätte auch den Lupfer probieren können, aber auf solche Distanzen Lupfer ist immer schwer.
Und ich hätte natürlich noch ein, zwei Meter gehen können, aber wie man sieht, er musste noch rangehen, der Tschech, von daher passt das schon. Jetzt gehen wir wieder ein bisschen weiter raus mit dem. Und, ach, das gibt's doch nicht. Und schon wieder an die Latte. Muss denn das sein, dass ich hier in jedem zweiten Spiel an die Latte schieße? Ach, ein 2-0 kurz vor der Pause wäre so wichtig gewesen. Aber egal. Wir spielen gut. Wir haben die klareren Chancen, würde ich sagen. Und ich hoffe mal, es bleibt so. Aber wie gesagt, ein 2-0 wäre mir echt lieb, weil ich das blöde Gefühl habe, dieser Gegner schießt auch irgendwann mal sein Tor. Rein vom Gefühl her. Da wir hatten einfach schon so viele knappe Sachen gehabt, wo ich mir gedacht habe, oh, wenn er hier ein bisschen anders spielt, dann wird es gefährlich. Und jetzt sind wir durch mit Traxler, vielleicht nochmal ein Kopfball. Okay, Traxler probiert es ein drittes Mal. Dieses Mal hat er versucht, Tjufta im Strafraum in Szene zu setzen. Ja, jetzt sind wir halt hier, haben wir hier das Pace-Problem, was ich angesprochen hatte. Aber der Winkel wird zumindest schön spitz. Hier hätte er eigentlich direkt klären sollen. Wenn es jetzt ein Tor ist, dann ist es definitiv nicht meine Schuld, weil ich direkt auf klären gedrückt habe. Aber wir haben Glück. Und er kann diese Chance nicht verwerten. So spiele ich Fußball. Vielen Dank. Genau so macht man das, wenn man alleine aufs Tor zu rennt, verdammt nochmal. Man legt ihn sich nochmal auf den steigen Fuß und knallt ihn dann einfach am Tormann vorbei. Hier nochmal auf rechts gelegt und dann zack, in die kurze Ecke rein. Abgeklärt. Und zack, nochmal auf den rechten Fuß auf den steigen gelegt und dann zack in die... Ah, schön, schön, schön. Und damit gewinnen wir wahrscheinlich unser Auftaktspiel. Sehr gut. Und das noch gegen eine Fünferkette. Das gefällt mir doppelt, weil ich kann solche Spieler nicht leiden, die Fünferkette spielen. Vor allem dann auch solche Pace-Hoch-Spieler, die Fünferkette spielen. Hauptsache hinten 100 Verteidiger und dann von nur auf Pace gehen. Aber okay. Spielerische Klasse gewinnt dann trotzdem. Wie man sieht. Oh. Und Diouf! Ja! Diouf, Mann! So ein Vieh, dieser Diouf! Oh Gott, er ist noch besser als Ramos. Ich wusste es, ich wusste es. Oh mein Gott, was für eine göttliche Eingebung ich gehabt habe mit Diouf. Ich hab's euch gesagt, Freunde. Das Geile ist halt auch, er macht halt auch gerne mal einen aus der Distanz, obwohl er eigentlich überhaupt kein Distanzschütze ist. Aber er hat einfach einen guten Abschluss und eine relativ gute Schusskraft. Okay, das war nicht so geil. Sehr geil. 3-0. Was für ein Auftaktspiel. Wer dieses 3-0 wird wieder nicht gezählt wie das letzte. Dann rede ich aber durch. Jetzt laggt's hier leicht. Gefällt mir gar nicht. So. Dann. Traxler hätte ich gerne in Szene gesetzt. Ging hier leider nicht. Aufgrund der Tatsache, dass der Pass geblockt wurde. Böses Foul. Könnte man eigentlich sogar eine gelbe Karte geben, oder? Meiner Meinung nach. So, Traxler bringt das Ding. Ja, flankt mal einfach rein, logischerweise. Leider etwas zu weit vom Kasten weg. Dadurch konnte der Kopfball nur schwer gefährlich werden. Ja. Gut, muss er Foul geben. Hätte sich aber auch Santana ein bisschen schlauer anstellen können. Und vielleicht... Schade. Und sich vielleicht... dann nur den Ball holen und nicht den Gegner. Das macht er hier aber auch einen Fehlpass nach dem anderen. Blöderweise kommt der Ball dann trotzdem nochmal bei ihm an. Sehr schön, da ist Santana da. Ja, da habe ich gehofft, dass ich Diouf durchsetzen kann. Er ist auch nicht der Langsamste. Darf man auch nicht vergessen. Ach, Boateng ist manchmal ein bisschen zu träge am Ball, muss ich sagen. Mir jetzt schon das ein oder andere Mal aufgefallen, aber seine Vorteile überwiegen natürlich den Nachteilen, deswegen kann ich darüber hinwegsehen. So, auf Diouf. Den wollte ich jetzt reinlupfen, den Ball. Also da habe ich versucht, ihn über den Turmmann reinzulupfen. Ich würde auf Garantie total mega banal den Torwart rausholen. Und schade. War ich da als letztes dran? Ja. Aber immerhin bin ich zum Kopfball gekommen. Und er hat Bock,
Ach, schade, hätte ich vielleicht sogar noch ein Tor geschossen. Egal. 3-0, Doppelpack Diouf. Ein Tor Boateng. Genau wie ich gesagt habe, Diouf und Boateng klären das mal für uns. Und es hat auch funktioniert. Gefällt mir. Sehr schön, sehr schön. Erstes Spiel, erster Sieg. So kann die Liga 2 losgehen. Also ich will jetzt hier noch nicht von irgendwelchen Titelchancen oder Aufstiegsambitionen reden. Aber es würde mir schon reichen, wenn ich erstmal so viel Punkte habe, also 12 Punkte, dass ich die Liga halten kann. Das sind immerhin 4 Siege, die ich brauche aus 10 Spielen. Muss man sich mal überlegen, man muss fast schon jedes zweite Spiel gewinnen, damit man die Liga hält. Das ist schon ziemlich krass. Dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Tschö, tschö.